morgen. Es geht endlich los. Unser Bus ist da und wir machen jetzt als allererstes erstmal das Wichtigste: Bett sichern. Und hier schlafe ich mit meinem Laptop und meinem Stativ und meinem Kissen. Eine gute Tour wird das. Eine gute Tour. Alles, was du willst. Ob Genie, die ist nochmal in den Douglas abgestiegen, ob sie, die ist schon länger da drin. Ne? Eine halbe Stunde jetzt. Wir sind ja eher so zielorientierte Käufer, also ich gehe nur dann rein, wenn ich was kaufe. Und wir fragen uns, ob Genie was kauft. Ich sage, sie wird sich vernünftig, weil sie hat alles. Sie wird nichts kaufen. Sie geht raus und wird sagen, oh, ich habe mir nichts gekauft. Und ich werde sagen, sie kauft sich auf jeden Fall was, weil ich ja mit Genie immer Schatten gehe und daher weiß ich, dass sie noch nie aus einem Douglas rausgekommen ist, ohne eine Douglas-Tasche mit was drin. Wir werden das jetzt mal... Wir wetten um ein Eis. Genau, wir wetten um ein Eis. Eine das Kugel, das ist ja so dick. So, so. Jetzt gucken wir mal. Was hast du gekauft? Ich hab auf deine Vernunft gesetzt. Hast du es gekauft oder hast du geschenkt gekriegt? Nein, es ist aber eine ganz normale Tagescreme, die ich eh brauchte, die leer war. Ja, ja, kenne ich. Kenne ich von zu Hause. Also ich brauchte das eh, das war leer. Also eigentlich brauche ich das nie. Ich habe nichts so lieb. Wenn der Christian ja ein Ehrenmann ist, ich stehe nicht so auf Eis, ich stehe auf Würstchen. So, Berger Thüringer. Yummy, yummy, yummy. Ja, geil. Aber du hast keine Wurst, ne? Ich mag keine Wurst. Ah, okay. Ich bin ja quasi Wurst-Vegetarier. Wow. Dann frag einfach mal Maria, wenn du bist in Not. Vielleicht schickt dir Maria ein kleines Rettungsboot! Sag mir, wie oft trifft man diesen Menschen und alles passt einfach perfekt. Das kann's doch eigentlich nicht geben. Vielleicht nur einmal. Der Jan steht auf Experimente. Oh, 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 ich muss schnell. Mach schnell, mach schnell. Wie war dein Brötchen? Irgendwie ist es ein bisschen salzig. Ihr Wichser! <Winter. lacht> Oh, Jana! Schönen guten Morgen, wir sind heute in Leipzig. Ich bin hart am Schuften nach euren Wünschen und der Christian stehlt seinen Körper und das darf ich mir dann wieder das restliche Jahr anhören. Der ist gerade am Joggen. Guck da, ist wie ein junges Rehkitz. Hans, guck in die Luft. So, der kommt mit. Hier, Muck ist am Start. So schön und hört sich schöne Musik an. Ich muss jetzt gerade mal dem Jan sagen, was er hier eingeben soll bei YouTube. D-I-M-M-U. Ist das die Band? Ja, ja. Demo. D-I-M-M-U. Und dann, genau, Leerzeichen, Borgir.
B-U-R-G-I-R. Und dann gibt es die Apocalypse of the Dings, ich kann es nicht mal aussprechen. Provisions of the Great Apocalypse? Ja, genau, genau so heißt es. Okay. Das ist geil. Ich finde es echt gut. Aber Dada findet sowas gar nicht gut. So, läuft schon. So, jetzt macht der Jan die Mucke an. Läuft's? Hm. Noch keine Reaktion. Simon. Ja, klar. Na klar, ist das der Sinn der Sache. Ich geh mal die Schlange ab. Bis gleich, ihr Lieben. So, weiter reicht meine Kondition nicht. Das ist der Wahnsinn hier. Die stehen an, das glaubt keiner. Ja, wir haben auch noch eine zweite Seite. Bei Dadas Bastelstunde, da liegen die Pappen. Heute letzter Tag, Substage, alles was du willst, du ist vorbei. Und wir, da ist es ja drauf, gang und gäbe, die Vorband etwas zu ärgern. Und das werden wir jetzt tun mit den lieben Red Bike Jungs. Wir wollen mehr, mehr, mehr und wir scheinen.